Lit und Traute x27 Semikolon ist dann zu Jessie und Robert. Das ist endlich ihr TM-Name. Jessibat oder Rubicha? In der aktuellen Let's Dance Staffel scheint es ein regelrechter Trend zu sein, sich als Tanzpaar einen TM-Namen zuzulegen. So heißen Orna Nechiti, 30, und Bella Klenze, 29, bereits Annabella, während Iris Mareike Steen, 26, und Christian Polank, 39, sich Christine tauften. Ex-Bachelorette Jessica Pastzka, 27, und ihr angekuppelter Robert Beitsch, 26, taten sich mit der Wahl ihrer Kosebezeichnung zunächst schwer, doch jetzt haben auch sie den perfekten Titel für ihr Duo gefunden. Trommelwirbel, bitte. In einem Facebook-Live-Chat für RTL plauderte jetzt über den Prozess der Namensfindung. Wir haben tatsächlich am Anfang so viel trainiert, dass wir den TM-Namen vergessen hatten. Ganz ehrlich, wir sind Jessie und reicht das nicht? Trotz ihrer Unsicherheit gegenüber dieser Mini-Pflicht konnte sich das sportliche Bärchen später noch einigen, so verkündete auf Instagram stolz: Macht euch gefasst auf Team Jotro. Jeder andere Name habe sich blöd angehört, vor allem, weil Jessie ihren Nachnamen nicht leiden kann. Ob dieser knackige Name in Kombination mit ihrer tänzerischen Leistung den beiden heute Abend wohl einen Punktdackel der Jury bescheren wird? In der ersten Kennenlernshow bekamen die Kandidaten zunächst schon Frist, heute wird jedoch ein Paar das beliebte Parkett verlassen müssen. Wie gefällt euch Jotro? Stimmt unten ab.